Herzlich willkommen zum Anwendungsbeispiel zum Thema Stromzeitkurven. Wir möchten die maximale Durchströmungsdauer für 80 mA bestimmen. Dazu gehen wir einfach in die Kurve und zeichnen einen Strich von 80 mA nach oben bis zu unserer Kurve C2 und erhalten eine Durchströmungsdauer von 1000 Millisekunden, also einer Sekunde. Jetzt kommt noch der Herzstromfaktor ins Spiel. Und hier die Tabelle für die Herzstromfaktoren. Einerseits Hand, Fuß erhalten wir für die linke Hand den Faktor 1. Hier brauchen wir keine Umrechnung. Für die rechte Hand zu den Füßen oder zu einem der Füße erhalten wir den Faktor 0,8. Für den Strompfad zwischen Hand und Brust erhalten wir den Faktor 1,5. Für diesen Strompfad ist das Herz besonders empfindlich. Für den Strompfad zwischen Fuß und Fuß ist das Herz nicht so empfindlich und wir erhalten einen Herzstromfaktor von 0,04. Und das letzte Beispiel, das ich hier herausstreichen möchte, ist der Strompfad Hand zu Hand, für den wir die Körperimpedanzen berechnet haben. Hier erhalten wir nur einen Herzstromfaktor von 0,4, ist also weniger empfindlich als der Strompfad zwischen Hand und Fuß. Und nun zu einem Beispiel. Wir haben gegeben eine Berührungsspannung von 100 Volt. Der Strompfad ist auch gegeben, und zwar von linker Hand zum rechten Fuß. Dazu müssen wir uns nun einen Herzstromfaktor bestimmen. Aus der Tabelle können wir gleich F ist gleich 1 ablesen. Die Körperimpedanz zwischen Hand und Fuß ist gleich jener zwischen Hand und Hand, wie wir in einem anderen Video kennengelernt haben. Wie groß ist nur jetzt diese Körperimpedanz zwischen Hand und Hand? Dazu müssen wir in die Körperimpedanzkurve gehen. Bei 100 Volt erhalten wir für diese Körperimpedanz 1725 Ohm. Dies setzen wir nun in das Ohmsche Gesetz ein. 100 Volt durch 1725 Ohm ergibt 60 mA. Der Referenzstrom ergibt sich nun aus diesem Strom, den wir vorhin berechnet haben, multipliziert mit dem Herzstromfaktor und ergibt sich zu 60 mA, weil ja der Herzstromfaktor 1 ist. Wie groß ist nun die maximale Stromflussdauer? Wir zeichnen bei 60 mA wieder einen Strich hinauf und erhalten eine maximale Stromflussdauer von 2000 Millisekunden, also 2 Sekunden. Und nun zu einem weiteren Beispiel. Bei dem zweiten Beispiel haben wir den Strompfad rechte Hand zu Fuß. Hier bestimmen wir wiederum den Herzstromfaktor, diesmal mit 0,8. Wir haben dieselbe Körperimpedanz, auch dieselbe Körperimpedanz zwischen Hand und Fuß und ermitteln auch den gleichen Körperstrom mit 57 mA. Multiplizieren wir das Ganze nun mit 0,8, erhalten wir 46 mA für den Strom, den wir in der Stromzeitkurve einzeichnen. Also nun, hier bei 46 mA erhalten wir eine Durchströmungsdauer von 10.000 Millisekunden. Dies entspricht einer Dauerdurchströmung. Zwei weitere Beispiele, etwas schneller. Einerseits Fuß zu Fuß, andererseits rechte Hand zu beide Füße. Parallel Fuß zu Fuß, Herzstromfaktor 0,04, Hand zu Fuß, Herzstromfaktor 0,8. Die Körperimpedanzen für den Weg Fuß zu Fuß ergibt sich wiederum zu 1725 Ohm. Wir setzen dies ein in die Formel für den Körperstrom und erhalten in weiterer Folge den Referenzstrom von 2,3 mA. Für den Strompfad rechte Hand mit beide Füße erhalten wir eine Körperimpedanz von 0,75 mal der Körperimpedanz von Hand zu Hand und somit erhalten wir einen Körperstrom von 76 mA. Dieser wieder multipliziert mit dem Herzstromfaktor, hier jetzt 0,8, ergibt 60 mA. Diese beiden Werte, die 2,3 mA für den Strompfad Fuß zu Fuß sowie den 60 mA für rechte Hand und beide Füße, zeichnen wir nun in den Stromzeitkurven ein. Sie sehen, bei 2 mA wird die Kurve C2 nicht mehr geschnitten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für Herzkammerflimmern ist hier nicht gegeben.
Hingegen bei 60 mA erhalten wir, wie vorhin, eine maximale Durchströmungsdauer von 2 Sekunden. Und nun zu einer kleinen Zusammenfassung. Ich habe Ihnen die Anwendung der Stromzeitkurven gezeigt. Wir sind ausgegangen von einer Berührungsspannung und haben mit vorgegebenen Strompfad die Herzstromfaktoren identifiziert und auch die entsprechenden Körperimpedanzen. Und daraus haben wir den Körperstrom und auch somit die maximale Stromflussdauer bestimmt. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich schon auf ein neues Video.